Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um den Blutdrucksenker oder aber auch Beta-Blocker Bisoprolol. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, ich werde etwas ausführlicher und genauer auf alle Aspekte zu Ihrem Wirkstoff eingehen. Und bei dem Video wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ihr Beta-Blocker Bisoprolol wird bei einigen Indikationsgebieten eingesetzt. Unter anderem ist da der Bluthochdruck zu nennen oder aber auch die stabile chronische Angina pectoris. Auch als Migräneprophylaxe kann er angewandt werden. Er gehört auch zum Standard bei Herzinsuffizienz in Kombination mit anderen Wirkstoffen. Vorzugsweise wird er morgens angewandt und bei der Einnahme haben Sie eigentlich auf nicht viel zu achten. Sie können ihn unabhängig vom Essen einnehmen. Das bedeutet, es ist ganz egal, ob Sie nüchtern sind oder etwas gegessen haben. Ein großes Wasser empfiehlt sich sowieso immer zur Tabletteneinnahme. Bei der chronisch stabilen Herzinsuffizienz fängt man mit einem genauen Schema an. Da beginnt man mit einer sehr kleinen Dosis des Bisoprolols und steigert das anfangs so in Wochenschritten immer höher bis zu der Dosis, die für Sie am besten ist. Bei dem Beta-Blocker Bisoprolol handelt es sich um einen sogenannten kardioselektiven Beta-Blocker. Auf dieses Wort werde ich gleich in der Wirkungsweise eingehen. Bei leichter Leber- und Niereninsuffizienz ist in der Regel keine Dosisanpassung nötig. Der Beta-Blocker sollte eine Maximaldosis von 10 Milligramm pro Tag nicht überschreiten. Und wenn Sie es gegen Bluthochdruck einnehmen, dann müssen Sie damit rechnen, dass die maximale Blutdrucksenkung erst etwa so nach 2 Wochen erreicht ist. Ein kurzes Wort schon mal zum Absetzen Ihres Beta-Blockers. Wenn Ihr Arzt Ihnen das Absetzen empfiehlt, dann sollten Sie noch mal mit daran denken, dass dieses Absetzen ausschleichend funktionieren sollte, weil der Grund dafür ist, Ihr Arzneimittel blockiert bestimmte Stoffe im Körper und das merkt Ihr Körper und dadurch fährt der so bestimmte Rezeptoren, an die diese Stoffe drangehen, hoch. Und wenn Sie jetzt dem Körper diesen Beta-Blocker sofort weglassen, dann sind diese Rezeptoren sehr hoch gefahren und der Stoff, der eigentlich blockiert wurde, der kann noch stärker wirken. Das heißt, es kommt zu einem sogenannten Rebound-Phänomen, zu einem Überschießen, gefolgt von einem Blutdruckanstieg. Also denken Sie immer dran, Beta-Blocker werden nie abrupt abgesetzt, außer Sie sind natürlich bei einer kleinen Dosierung von 1,25 Milligramm zum Beispiel. Ansonsten sollten Sie ihn über 1 bis 2 Wochen wirklich ganz langsam runterfahren. Wie wirkt nun Ihr Beta-Blocker? In dem Namen selber steht eigentlich schon die Wirkungsweise drin. Es werden sogenannte Beta-Rezeptoren blockiert. Das sind Rezeptoren im Körper, an denen das Adrenalin und das Noradrenalin dran geht. Diese Stoffe, die werden ausgeschüttet, wenn sie unter Stress sind, wenn sie in Aktion sind. Dann werden Adrenalin und Noradrenalin freigesetzt. Diese Freisetzung hat dann wiederum verschiedene Folgen. Unter anderem kommt es zu einer Erhöhung der Herzfrequenz. Das heißt, dass Ihr Herz schneller anfängt zu schlagen und es kommt auch zu einer Erhöhung der Menge an Blut, dass das Herz pro Sekunde durch den Körper pumpt. Wenn Sie nun einen Beta-Blocker einnehmen, dann legt er sich im Prinzip vor den Beta-Rezeptor davor. Wenn Ihr Körper wie immer dann das Adrenalin oder Noradrenalin ausschüttet, dann kommen diese Stoffe nicht an den Rezeptor und das ist nötig, damit diese Stoffe überhaupt im Körper eine Wirkung dann entfalten. Ich hatte eben schon angesprochen, dass es sich hier um einen sogenannten kardioselektiven Beta-Blocker handelt. Kardioselektiv heißt,
dass der Beta-Blocker eigentlich nur am Herzen wirken soll. Diese Beta-Rezeptoren, die ich angesprochen habe, die sind im ganzen Körper verteilt, unter anderem im Herzen, in der Lunge und auch in den Gefäßen. Man unterscheidet in zwei Rezeptorformen grob, und zwar sind das Beta-1 und Beta-2-Rezeptoren. Sie können sich das grob so merken, dass die Beta-1-Rezeptoren im Herzen sitzen und Beta-2-Rezeptoren in der Lunge und in den Gefäßen. Wenn nun diese Beta-Rezeptoren durch das Bisoprolol gehemmt werden, dann hat das zur Folge, dass die Herzfrequenz sinkt, dass das sogenannte Herzzeitvolumen sinkt und dass im Prinzip sich Ihr Herz so ein bisschen im Schongang befindet, also auch wenn Sie in stressigen Situationen sind oder dieses System angeschmissen wird bei Ihnen, das nennt sich Sympathikus, dann hat es nicht diese Folge, dass das Herz so stark arbeiten muss. Das wird so ein bisschen abgeschirmt vor diesem Einfluss dieser Stresshormone. Ihr Beta-Blocker hat die Wirkweise, dass letztendlich Ihr Herzmuskel besser durchblutet wird. Nun gibt es ja noch die Beta-2-Rezeptoren, die wie gesagt zum Beispiel in der Lunge sitzen. Man möchte mit dem Beta-Blocker nicht erreichen, dass diese Beta-2-Rezeptoren auch blockiert werden, weil es dann zu einer Engstellung ihrer Lunge kommt. Deshalb ist der Beta-Blocker so gemacht, dass er sich viel, viel stärker an diese Beta-1-Rezeptoren dranhängt als an die Beta-2-Rezeptoren. Aber kardioselektiv ist eigentlich nicht genau ausgedrückt, weil das Bisoprolol nicht alleine wirklich nur an die Beta-1-Rezeptoren geht. Es hemmt auch die Beta-2-Rezeptoren, allerdings in einem viel, viel, viel geringeren Ausmaß. Als nächstes möchte ich auf die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten eingehen oder aber auch mit anderen Begebenheiten. Als erstes wäre da zu nennen, dass wenn Sie unter Herzinsuffizienz leiden, dass man den Beta-Blocker nicht zusammen anwenden sollte mit sogenannten Klasse 1 Antiarrhythmika. Die blende ich hier mit einigen Substanzbeispielen einfach mal ein. Wenn Sie den Beta-Blocker nicht aufgrund einer Herzinsuffizienz nehmen, dann sollte man diese Klasse 1 Antiarrhythmika auch nur unter Vorsicht anwenden. Der Grund dafür ist, dass es dann zu einer weiteren Verringerung der Kontraktionskraft Ihres Herzens kommen könnte, was nicht gewünscht ist. Das gleiche gilt auch bei den Calcium-Antagonisten Verapamil und Diltiazem. Dabei ist auch die gleiche Einnahme nicht empfohlen. Die gleichzeitige Einnahme von sogenannten zentralwirksamen Antihypertensiva, die ist auch nicht empfohlen. Der Grund dafür ist, dass es unter der gleichzeitigen Einnahme zu einer sehr starken Frequenzsenkung Ihres Herzens kommen kann und auch zur starken Blutdrucksenkung und auch zur starken Weitstellung Ihrer Gefäße, was zur Folge eine Verschlechterung Ihrer Herzinsuffizienz haben könnte. Auch sogenannte Calcium-Antagonisten wie zum Beispiel das Amlodipin oder auch das Nifedipin, die sollten nur unter Vorsicht angewandt werden. Bei den Calcium-Antagonisten kommt es dazu, dass der Herzmuskel an Kontraktionsfähigkeit ein wenig abnimmt. Es ist nicht ausgeschlossen, die beiden Substanzklassen zusammen einzunehmen, aber trotzdem sollte man da den Verlauf der Herzinsuffizienz immer sehr genau im Auge behalten. Wenn Sie Augentropfen zur Glaukombehandlung nehmen, auch sogenannte Beta-Blocker, dann kann es natürlich zu einer Verstärkung dieser Beta-Blocker kommen, weil Sie dann als Tablette oral welche einnehmen und auch als Augentropfen. Und man muss immer bedenken, dass in den Augentropfen die Wirkstoffe sehr hochdosiert vorliegen müssen, damit sie auch wirklich dann noch lange im Auge nachwirken können. Das bedeutet, wenn Sie einen dieser Substanzbeispiele einnehmen, dann sprechen Sie doch noch mal mit Ihrem Arzt darüber. Vielleicht weiß der gar nicht von den Medikamenten Ihres Augen.
Augenarztes, dass man da schaut, dass halt die Beta-Blocker-Zufuhr insgesamt nicht zu groß wird. Wenn Sie sogenannte herzwirksame Glykoside einnehmen, wie das Digoxin oder das Digitoxin, das ist jetzt auch ganz wichtig, da kann es auch zur Bradykardie kommen. Das bedeutet, Bradykardie heißt zu einem verringerten Herzschlag. Das ist eine recht häufige Wechselwirkung. Man kann beide zusammen einnehmen, das ist kein Problem, aber achten Sie dann darauf, dass die Herzfrequenz nicht zu stark gesenkt wird. Wenn Sie Diabetiker sind und entweder Insulinspritzen oder sogenannte orale Antidiabetika einnehmen, dann ist hier so ein selektiver Beta-Blocker wie das Bisoprolol auch Mittel der Wahl. Aber auch hier ist zu beachten, dass durch Adrenalin wird normalerweise im Körper auch Glucose bereitgestellt, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt. Da wir hier aber auch eine Blockade der Rezeptoren haben, dann kann es dazu kommen, dass Glucose in Ihrem Körper nicht sofort und so gut bereitgestellt wird. Das bedeutet, der Beta-Blocker kann bei Ihnen das Hypoglykämie-Risiko, also das Risiko, dass es zu einer Unterzuckerung kommt, erhöhen, weil Ihr Körper durch die Blockade nicht sofort dagegen angehen kann. Zusätzlich ist es auch wichtig für den Diabetiker daran zu denken, dass normalerweise kennen Sie es ja so, dass wenn Sie unterzuckert sind, dass es dann zum Beispiel zu Zittern kommt oder zu einem verstärkten Herzschlag. Diese Symptome, die können durch den Beta-Blocker verschleiert werden. Das ist ganz wichtig, dass Ihnen das bewusst ist. Wenn Sie Allergiker sind und sich in einer Hyposensibilisierung befinden, dann sollten Sie gleichzeitig keinen Beta-Blocker einnehmen, weil es unter der Einnahme des Bisoprolols dazu kommen kann, dass es bei Ihnen zu einer viel verstärkteren Reaktion auf diese Allergene in den Hyposensibilisierungslösungen kommt. Kann. Das heißt, wenn Ihnen jetzt auffällt, dass Sie so eine Hyposensibilisierung machen und den Beta-Blocker einnehmen, dann sprechen Sie das unbedingt bei Ihrem Arzt an. Wenn Sie vor einer Operation stehen sollten, dann nennen Sie dem Narkosearzt unbedingt den Beta-Blocker, den Sie einnehmen. Das ist für den sehr wichtig, weil er das mit in seiner Behandlung mit einberechnen muss. Wenn es nötig ist, den Beta-Blocker vor der Operation abzusetzen, dann sollte dieses Absetzen 48 Stunden vorher passiert sein. Aber wie ich anfangs ja erwähnte, ist das Ausschleichen sehr wichtig. Das bedeutet, wenn der Beta-Blocker abgesetzt werden sollte vor der Operation, dann sollte man am besten schon etwa 2 Wochen vorher damit beginnen, den langsam auszuschleichen, dass es halt nicht dieses Rebound-Phänomen gibt, sodass Sie dann 48 Stunden vor der Operation dann keinen Beta-Blocker mehr einnehmen. Sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika, wie zum Beispiel das Ibuprofen oder das Naproxen, die können auch dazu führen, dass der Blutdruck nicht so gut gesenkt wird. Das ist so eine allgemeine Wechselwirkung zwischen diesen NSARs, so nennen die sich, und den Blutdrucksenkern. Wenn Sie längere Zeit auch zum Beispiel eine Diclofenac-Tablette einnehmen müssen, dann kann es sein, dass Ihr Blutdruck wieder ein bisschen ansteigt. Da spricht man eigentlich nur so um 5 bis 10 mm Hg. Das sind diese Werte, die Sie immer in Ihrem Blutdruckmessgerät sehen. Wenn Sie Asthma-Patient sind, dann ist auch bei Ihnen der Beta-Blocker Bisoprolol, wenn überhaupt, Mittel der Wahl, weil er, wie gesagt, mehr auf die Beta-1-Rezeptoren geht und auf die Beta-2-Rezeptoren in der Lunge nicht ganz so stark wirkt. Aber wie ich eben erwähnt habe, kann man diese Wirkung nicht ganz ausschließen. Es kommt immer zu einer minimalen Blockade dieser Beta-2-Rezeptoren. Das bedeutet für Sie, achten Sie darauf, wenn Sie jetzt Bisoprolol einnehmen, dass es nicht zu einer Verschlechterung Ihrer Lungenfunktion kommt. Das kann man dadurch kompensieren, dass man nach Rücksprache mit dem Arzt zum Beispiel das Salbutamol, was dem entgegenwirkt, etwas höher dosiert. Aber am optimalsten wäre es, wenn Sie natürlich eine andere Substanzklasse wählen könnten, die zum Beispiel jetzt bei der Indikation nur Blutdrucksenkung den gleichen Effekt hat, aber dadurch dann nicht
dazu führt, dass es eventuell zu einer Verschlechterung Ihres Asthmas kommen könnte. Als nächstes möchte ich auf vereinzelte Nebenwirkungen des Bisoprolols eingehen. Ich möchte den Fokus eigentlich gar nicht auf die Nebenwirkungen setzen, damit sie nicht zu sehr darauf fokussiert wird, was Bisoprolol schlimmstenfalls machen kann. Sie müssen sich immer bewusst machen, dass die Nebenwirkungen, die angegeben werden, häufig sehr, sehr selten auch auftreten. Also eine Nebenwirkung, die bei einer Person von Zehntausenden aufgetreten ist, die muss im Beipackzettel erwähnt werden. Als erstes möchte ich kurz auf die Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit eingehen. Und zwar ist es nicht belegt, dass Bisoprolol die Verkehrstüchtigkeit einschränkt. Kann. Trotzdem sollten Sie, wenn Sie gerade Dosisänderungen am Bisoprolol mit Ihrem Arzt zusammen vornehmen, ein bisschen sensibler darauf sein, dass es nicht plötzlich zum Beispiel zu Schwindel kommt. Bisoprolol kann auch Kopfschmerzen zur Folge haben. Das sind eigentlich so die typischen Nebenwirkungen auch von Blutdrucksenkern. Für Kontaktlinsenträger ist es wichtig, dass es auch zu einem verminderten Tränenfluss unter der Beta-Blocker-Einnahme kommen kann. Natürlich wird auch die Herzfrequenz sehr stark gesenkt vom Bisoprolol. Da sollten Sie auch immer mit Ihrem Arzt einen Blick drauf halten, dass diese Senkung nicht zu stark ist. Besonders bei älteren Leuten ist es für die Durchblutung des Gehirns wichtig, dass diese Frequenz nicht zu stark runtergesenkt wird. Es kann zu den üblichen gastrointestinalen Beschwerden kommen, was auch wirklich bei den meisten Medikamenten so ist. Das bedeutet, es kann zu Übelkeit, Erbrechen oder aber auch zu Verstopfung und auch zu Durchfall kommen. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen, und zwar ist das einmal der Punkt Haarausfall und einmal der Punkt Schuppenflechte. Beide Nebenwirkungen sind in der Fachinformation nur angegeben bei unter einem von 10.000 Patienten. Ich persönlich habe schon sehr häufig mitbekommen, dass es unter der Beta-Blocker-Einnahme zu Haarausfall kam und auch zu Schuppenflechte oder zu einer Verstärkung einer bestehenden Schuppenflechte. Das sind jetzt ganz subjektive Erfahrungen von mir selber, aber ich habe mich sehr über diese geringe Anzahl gewundert, die hier angegeben ist. Diese Nebenwirkung des Haarausfalls und dieser Schuppenflechte ähnlichen Hautveränderungen, das sind dann so weißliche große Schuppen. Wenn Sie die abziehen, dann kann es auch sein, dass sich dort so ein Blutströpfchen drunter bildet. Das habe ich persönlich jetzt doch schon häufiger festgestellt, als es hier in meinen Augen in den Nebenwirkungen angegeben ist. Unter der Beta-Blocker-Einnahme kann es auch zu Potenzstörungen kommen. Diese Nebenwirkung ist mit einer Häufigkeit angegeben von etwa so jedem Tausendsten bis Zehntausendsten. Es ist eine recht bekannte Nebenwirkung der Beta-Blocker. Falls Sie das bei sich noch nicht in den Zusammenhang gebracht haben, dann und darunter leiden, sprechen Sie das auf jeden Fall bei Ihrem Arzt bitte an, ob es vielleicht für Sie eine Alternative des Beta-Blockers geben kann. Es kann aber auch sein, dass diese Potenzstörung gar nichts mit dem Beta-Blocker selber zu tun hat, sondern es gibt ja einen Grund, weshalb Sie den Beta-Blocker einnehmen. Und man geht auch davon aus, dass eine Potenzstörung schon ein erster Vorbote von arteriosklerotischen Veränderungen im Körper sein kann. Das sind Veränderungen, bei denen es zu Ablagerungen in ihren Gefäßen kommen kann. Als letztes möchte ich noch erwähnen, dass es unter der Bisoprolol-Einnahme auch zu Veränderungen von bestimmten Blutwerten kommen kann. Und zwar könnte es zu einer Erhöhung der Triglyceridwerte kommen, aber auch die Leberwerte können durch die Beta-Blocker-Einnahme erhöht sein. Das heißt, wenn bei Ihnen im Blut sich solche Veränderungen entwickelt haben, dann könnte der Beta-Blocker Bisoprolol die Ursache dafür sein.
Ich hoffe, ich konnte mit meinem Video ein paar Fragen klären und Ihnen Ihren Wirkstoff Bisoprolol etwas näher bringen. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, dann geben Sie mir doch gerne einen Daumen nach oben oder abonnieren Sie auch meinen Kanal. Ansonsten hoffe ich, dass Sie weiter gesund bleiben und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.